Okay, Rick, jetzt mach nicht so schnell. Ganz vorsichtig, nicht, dass du dich irgendwie verletzt. Nicht, dass ich hier zwei Verletzte habe, auf die ich aufpassen muss. Denkst du, dass ich runterfalle oder was? Wir haben doch schon alles. Wir haben doch schon alles erkundet. Bis auf vielleicht dieses komische. Also, ich meine, warum ist hier Göbelstein? Warum sind hier Göbelsteine? Hallo? Hallo, ist da wer? Hallo? Hallo? Oh. Hallo? Das ist. Oh mein Gott! Freiheit! Ein Monster! Oh Gott, ein Monster! Töte es! Nein! Ich bin's, Martin! Jungs! Oh mein Gott! Hey Martin, was machst du denn hier? Ganz alleine! Ich war so unterwegs, ihr kennt das ja, ne? ja, stimmt, ja. Und plötzlich. Hinter mir so. Da sieht echt stumm aus. So, und dann war hier Sense. Ja, stimmt. Ich bin hier mindestens schon eine Woche unten. Eine Woche? Hast du dein eigenes Fleisch gegessen oder was? Sieht gut aus? Nee, ja. Ey, das würde gehen. Ich meine, du könntest hier deinen Arm abschneiden und dann einfach überm Lava grillen. Das hätte ich machen können. Ja, aber du hast doch beide Arme. Also hast du es vielleicht nicht gemacht. Nee. Ach, irgendwie habe ich es. Ja, ich habe an den Stein geleckt. Da sind ja auch Minerale drin. Aber es wäre doch voll die Minecraft-Theorie. Du isst dich einfach selber und irgendwann stirbst du und dann respawnst du einfach wieder. Ja. das würde ja gehen. Oder? Ja. Geht nicht so nah an das Portal ran. Ich wollte gerade sagen, kann das irgendwie sein, ist das hier auch losgebrochen, als die Höhle eingestoßen? Nee, das war da schon. Das war da schon? Ja, ich habe die ganze Zeit diese gehört. Und ja. Ich würde sagen, wir gehen da durch. Da wurde ich von angelockt. Gehen wir da durch? Mal gucken. Von aber dann habe ich mich auch nicht getraut. Mit einem gekrippten Marty in die Hölle gehen? Oh, endlich wieder. Ja gut, vielleicht holen wir uns ein paar Sachen vorher und vielleicht helfen wir Marty noch und statten ihm das. Und dann geht's in die Hölle. Aber keine Diamantrüstung. Das wäre. Nee, guck mich an, ich bin im sommerlichen Outfit unterwegs. Ja, das stimmt. Du brauchst dringend Klamotten. Let's go. Hier, Herr Fischmann, ein Schwert zum Verteidigen. Eine Hacke zum Kacken. Ja! Ein Brustpanzer. Ein Brustpanzer. Quasi auch ein BH genannt. Ein Metallhöschen und Eisenstiefel. Ja. Damit sollten sie erstmal ganz gut zurechtkommen. Wunderbar. Vielleicht kriegst du noch ein Schild. Oh, das finde ich toll. Ja! Das sieht gut aus. Richtig schicker Schnickerboy. Geil. Ich verneige mich in Ehrfurcht. Furcht. Jetzt lass uns nochmal schlafen. Okay. Würde ich sagen, du kannst bei mir im Bett mitschlafen. Machen eine kleine Pyjama-Party. Yay. Ja, komm mit. Wusstest du, dass es unsere 10. Episode ist schon hier? Oh. Das ist eine Jubiläumsfolge? Ja, genau. Jetzt ganz, komm, ganz schlafen, Besonderes. Ich hin. Ja. Deswegen machen wir heute auch was ganz Besonderes. Ah, guten Morgen. So, erstmal Kaffee machen. Guten Morgen. Das ist auch nicht gut für die Umwelt. Ich hab's gesehen. Bin erstmal schön aus dem Bett gefallen. Und jetzt wird Martin noch erst einmal unser wunderschönes Dorf gezeigt. Da ist nämlich eine Menge passiert, aus Versehen. Auch aus Entschuldigung Versehen. Hier an unsere Zuschauer. Das ist nämlich so. Wir hatten einen Livestream letztens, den könnt ihr euch gerne anschauen. Und da ist etwas passiert. Und zwar haben wir uns doch immer geärgert, dass unsere Villager nicht miteinander poppen. Und auf einmal haben so viele miteinander gepoppt, dass hier drin irgendwie ein, quasi ein Riesendorf entstanden ist mit sehr vielen Haars. Wir werden wilde Orgien gefeiert mit ganz vielen Kartoffeln. Ich sag mal jetzt nicht, an was mich das erinnert. Gibt es nicht so ein Kartoffelpüree-Fetisch? Da ist sogar ein kleines Kind. Nein. Ich will nicht mit dir ins Bett. Tschüss. Ja, und ihm hier. Das ist unser Iron Golem, der den Weg hier bewacht. Schaut, wie viele Leute das sind. Ja, vor allem, ich habe gerade einfach 52 Kartoffeln aufgesammelt. Überall sind Dorfbewohner. Überall. Und ich glaube, das ist nicht mal während des Livestreams passiert, sondern das ist passiert, während wir die letzte Folge aufgenommen haben. Im Livestream ist es uns erst aufgefallen. Ja, stimmt, so war das. Keiner dieser Dorfbewohner ist der Dorfbewohner am Anfang. Oder die Dorfbewohner am Anfang. Die sind immer noch draußen. Ja, die sind immer noch draußen. Das heißt, dass unser Dorf wunderbar funktioniert. Es wächst und gedeiht. Die Leute vermehren sich automatisch. Und wir brauchen eigentlich nur noch mehr Betten. Ich glaube, Hoyboy ist unser Ursprungsboy. Hoyboy ist der Ursprungsboy. Das ist der Ursprungsboy. Hier geht's runter. Ich glaube, ich habe es letztens falsch gesagt. Das ist nicht die Andesit-Hölle, sondern die Deorit-Hölle. Genau, hier werden die Dorfbewohner dann runterfallen, beziehungsweise unsere, ich nenne sie mal, freiwilligen Arbeiter. Praktikanten. Ah ja. Und werden hier eingeschleust in, ja, keine Ahnung, wo auch immer. Oh, ich hab grad ein Déjà-vu.
haben werden müssen. Ja, hier waren wir schon mal, ne? Ja, folget ja. Mir. Und ich es ergibt alles Sinn. Auch da. Das war nicht schön. Seid ihr bereit? Ja, so bereit, wie man... Martin, du kennst dich aus. Keine Schweinchen schlagen, ne? Ach so, nee. Bloß keine Schweinchen schlagen. Gut, schlage ich. Ja, die Schweinchenbewohner, die sind lieb. Okay. Wow, das Geräusch. Ich gehe, Geronimo! Lass mich mit rein. Oweia, oweia, oweia. Oh mein Gott. Look at that nether. Boah, das ist das Gefühl, du stehst so im U-Bahn-Schacht. Ist das hier eigentlich jetzt Magma oder Glowstone? Okay. Nee, das ist Magma hier, Das ist Glowstone. Warte, ich hab eine Sick-Touch. Nee, das ist Magma. Oh, das ist Magma? Oh, okay. Das ist Magma. Boah, warum läuft man denn hier so lang? Aber kann man Magma einfach so abbauen? Ich glaube schon, ja. Was ich viel mehr haben will, ist Whole Sand. Weil Magma war auch wertvoll, oder? Magma ist ganz cool, ja. Weil hier ist eine Menge Magma. Matti, was machst du? Holst du Andesit? Quarz. Ah ja, Quarz meine ich. Warum? Was habe ich denn mit meinem Andesit? Da kriegst du schön Level. Das ist richtig gut zum Level. Also, am Ende ist Martin Level 30 und ich immer noch nicht. Ja. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen und müssen unser kleines Portal aber noch markieren. Und dafür werde ich einen Leuchtturm bauen. Wenn es ein Leuchtturm ist, warum baust du ihn dann aus Steinen? Naja, ein Turm aus Steinen, macht das nicht Sinn? Okay. Schon, aber... Achso, okay. Ich habe jetzt gerade hochgeguckt. Ja, schon. Gut gemacht, Steven. Mist! Was los? Du hättest es auch so ganz stilecht, so wie... Ich hatte Wasser dabei und ich wusste nicht, dass es neben Glowstone verdunstet, das Wasser. Ich wollte damit runterspringen. Ja, dann Jump, Masalava. Das verdunstet hier überall. Ich glaube, du kannst... Ach stimmt, Wasser kann man generell nicht einsetzen. Okay, ich hoffe, ich sterbe nicht. Rick, Nein. Kann ich auf dir landen? Ich lande auf dir. Oh Gott, aua. Okay, sieht man das? Ich hoffe, man erkennt es, dass das hier unser Eingang ist. Vielleicht sollten wir auf den Weg Fackeln hinpacken. Das wir werden schon zurückfinden. Den wir lang gehen. Ich muss ja mal ganz kurz anmerken, ich habe seit ewigen Zeiten kein Minecraft mehr gespielt. Das ist doch genau richtig. Warum bist du eigentlich so weit weg? Ich bin der Pilzesammelmann. Oh, und ich höre ein Baby mit voller Windel. Was? Ist es ein Gast? Quarz. Oh, warte, ich will den Gast töten. Ich sehe ihn noch nicht, aber ich habe ihn... Ach, da hinten. Ah, nee, ist ein Schleim gewesen. Oh, töten wir den Schleim? Slime. Hinterlässt er was Besonderes? Der müsste... Irgendwas hinterlassen, ja. Schleimkügelchen. Und vor allem... Ja, so Magma-Schleim. Magma-Schleim, okay. Oh Gott. Ja. Ich halte mich bedeckt. Sammel noch ein paar Pilzchen. Ja, der ist hier ist so ein Spalt. Der Slime ist hier unten. Ja, ich weiß. Da schieße ich gerade drauf. Ich will nicht runterfallen. Pam. Oh, der Gast. Was? Gast. Oh. Da ist er schon. Aua. Nein, Hilfe, bitte. Man, ist der sofort gestorben? Ich hab drauf geschossen, natürlich ist er sofort gestorben. Ich hab drauf geschossen. Achso. Aber ist der durch einen Pfeil gestorben? Naja, durch zwei. Nein, haben ihn die zwei, der eine von mir. Okay, weil ich hatte ihn nicht getroffen und er so, what? Schauen Sie nur, wie wunderbar. Jo, mein Gott, das ist ein Lavasee. Wow. Lavage. Oh, der Lavasee wird hier hinten noch viel größer. Holy shit. Ist das viel Lava. Und was ist denn da passiert? Hat da jemand etwa ein bisschen doof gegraben? Wann höre ich auf zu brennen? Jetzt. Aber endlich. Okay, also ich hau keine Klötze weg, ich mach Klötze dazu. Ich mache jetzt hier eine Treppe, wo ich bin, okay? Klötze dazu ist gut. Da geht's tief runter, aufpassen. Shit. Oh Gott, hier. Alter! Ist auch irgendwas. Warte, hier können wir eine Brücke bauen oder so. Ja, hier kommen wir rüber. Dem hat noch was dabei. Ah, okay, ja, das geht auch. Ich versuche gerade im Übrigen. Und hier ist es gleich wieder ein Ding. Hier so eine. Okay. Ja. Perfekt. Da ist wieder. Gastattacke! Oh, nicht schon wieder. Ich hab mich getroffen. Darf ich was sagen? Gastime. Was macht er da? Tankt der da? Ja, scheint sich irgendwie. Hier ist ein Schweinchenmann auf einem Huhn. Was? Ein Babyschweinchenmann. Mit einem winzig kleinen Schwertchen. Sowas geht? Warum ist da ein Huhn? Ich meine. Ach, die Hühner, die sind doch. Aber warum hier? Hühner sind Höhlenbewohner. Warum sperrst du es jetzt ein? Naja, wir müssen es irgendwie aufbewahren. Okay, weiter geht's. Die Nether-Tour war erfolgreich. Wir haben einen Huhn gefunden. Ja. Okay, wir müssen uns hier irgendwie scheinbar gefährlich an diesem See vorbei. Ah, durch gefährliches Klasse. Terrain. Ja, dann kannst du jetzt wohl nichts mehr tun. Nein! Oh, war das knapp. Gott, ich hab so eine Angst.
Hey Marty, schön vorsichtig sein, ne? Ja, ja, keine Sorge, Steve. Oh. Oh, hey Marty. Hey Jungs. Hi. Na? Was? Spring! ja, nee. Spring. Oh. Alter. Ich krieg meine Sache nie wieder. Und dann so. Alter, bist du. Warum? Pass auf, wo du hinläufst. Hier sind überall Pfeile. Okay, Maria, ich halte es nicht aus mit euch. Ich gehe gleich vom Server runter. Nein, warte, wir brauchen dich doch. Warte. Der Zielscheibenblock ist noch nicht da. Er kommt erst im Update 1.6. Also, es ist wirklich, wir finden keine Festung. Es ist, keine Ahnung. Deswegen wäre unser frischer Plan, dass wir hier rausgehen. Genau, also, aber das heißt, wir gehen jetzt nicht zurück. Wie, wieso? Nein, ich baue ein Portal. Du hast Obsidian dabei? Irgendwo, ja, ich bin schlau. Du sagst nichts. Richtig smart. Dann werden wir halt irgendwo landen und dann werden wir auf den Rückweg einfach mitnehmen, was wir finden. Weil ich glaube, wir brauchen auch noch Dschungelseeds, oder? Ach, keine Ahnung. Ich meine Dschungel-Setzlinge. Alles klar. Okay. Dann zurück in die Oberwelt. Du musst es schön machen. Ja, okay, gut. Ab in die Oberwelt. Hui. Landschaft wird geladen. Oh. Oh, ein hübscher kleiner Forest. Oh, Forest. Okay. Wir sind in einem Forest. Schön, hier ist schön. Lass uns doch einfach für immer hier bleiben. Hey, da hinten sind Riesenpilze. Was? Ja. Da. Verrückt. Okay, oh, hier ist es echt schön. Aber basic, es ist mir zu basic, basic bitch hier. Ja, ja, ich sehe auch an der Karte, wo wir circa sind und wir müssen Warum Richtung... Warum habe ich die Karte nicht? Ich habe die Karte dabei. Ich habe die Karte nicht. Oh, da oben sind wir. Ach du heilige Scheiße. Ja, wir müssen Richtung Südosten. Das heißt, in die Richtung, die ich gerade laufe. Warte, ich mach mal einen Finger so. Aber der Wind kommt von da. Und das sagt dir was. Danke. Wo ich hinlaufen muss. Weil der Wind von da kommt. Weil der Wind ja auch immer nur aus dem Osten, Süden oder was auch immer kommt. Ja, ja, ja. Genau. Oh, nee, der dreht sich mit der Sonne mit. Was haben wir nur angerichtet? Ich hoffe eigentlich, dass wir einen Dschungel finden. Sonnenblumen. Wow. Ach, das sind... Wir müssen Sonnenblumen mitnehmen. Das ist ja witzig. Ist das etwa ein... Wow. Die sehen aus wie große Trichter. Hallo Wasser, wo kommst du denn auf einmal her? Ein Pferdchen. Zwei Pferdchen. Darf ich das Pferdchen haben? Das bringt ja halt nichts, ne? Ja, ich brauch einen Sattel, ne? Ja. Warum hier ist ein Babypferdchen. Was? Mäh. Nee, wie heißt Eselchen? Die nochmal? Babypferdchen. Hey, guck mal, ich kann machen, dass es Kälber macht. Nee. Kälber sind Kühe, du Horst. Oh, okay. Fohlen, oder? Fohlen. Ja. Warum gibt man für Babytiere extra Namen und sagt nicht einfach Babykuh oder Babypferd? Nee, nicht so, wer kauft diese schwachsinnige Idee? Also wir müssen vor allen Dingen in den Süden, glaube ich. Cool. Im Winter fliegen alle Ricardos in den Süden. Und es wird gleich Nacht. Ah, das beruhigt mich eigentlich am meisten. Dorf. Wir können uns hier für die Nacht... Oh, wie geil. Wie praktisch ist das denn? Wir können hier schlafen in der Nacht. Yay. Geil, Dorf mit Bett. Dann können wir morgen geil, mal traden Dorf hier vielleicht. Bett. Geil, Dorf mit Dorfbett. Geil. Wie dieses Dorf völlig zersplittert ist. Ich meine, guck da mal hoch. Wow. Das ist auf drei verschiedene Etagen und die sind nicht miteinander verknüpft. Ja, das ist total Verrückt. Geil. Jungs, so, geht's Bett. Hier ist kein Bett. Okay. Ja, ich wünschte, hier gäbe es irgendwo ein freies Bett. Okay, warte, ich muss meins erst irgendwie noch platzieren. Los, Hokage Hunter. Brauchen wir noch Sand? Wüste. Wir sind zum ersten Mal in einer Wüste. Ich würde auf jeden Fall die Pelikane hier mitnehmen. Und mit Pelikane meine ich Kaktus. Pelikan. Ja, da brauchen wir im Endeffekt ja nur einen. Da hinten ist ein Sanddorf. Ach, krass. Es ist super crazy. Es ist unser Wow, schicki. Boah, was für kranke Türen sie haben. Schicki lucky. Das ist hier einfach Tatooine, habe ich das Gefühl. Wer ist tätowiert? Schönen guten Tag. Möchte jemand trinken? Das ist immer ein richtig schönes Dorf. Ja. Das ist nicht so kaputt wie das andere. Hier ist ein Crafting-Table. Bunnies. Und überall Katzen. Kitty-Cats. Oh, was? Hier ist ein Kartografie-Kartotisch. Was kann man denn mit dem Kartografie-Table machen? Nimm ihn einfach mal mit. Wir sollten halt nicht, wenn irgendwo ein Blümchen sind, alle drei diese Blümchen aufsammeln, damit wir alle drei einen Slot voll haben. Das ist eine gute Idee. Ja, weil das könnte man gleich nochmal aufteilen, dass einer alle Tulpen hat und alle Sonnenblumen. Ich würde sagen, Marty ist unser Blumenkind. Ich bin aber erstmal herzlichst. Hä? Ich habe übrigens schöne weiße Blümchen gesammelt als Einzelblume und dann auch als Sträußchen. Ich weiß nicht, was das war, aber ich habe es einfach mal gesammelt. Richtig.
Ich kann aber noch mal ein bisschen Sand mitnehmen. Und was ist dies hier? Eine Oase. Eine was? Eine Oase? Ja, also hier sind Kürbisse und Zuckerrohr. Savanne! Wasanne! Das aber Akazienbäume hatten wir. Oh, schon wieder ein Dorf? Wow. Okay, die sind aber so viele Dörfer. Warum gibt es keine Festungen im Nether? Hast du da ein Pferd, Ricardo? Niemals. Aber brauchst du nicht einen Sattel, um es zu reiten? Eventuell. Hast du ihn in der Truhe gefunden? Yay! Nicht nur das. Lieb dich. In welcher Truhe hast du das gefunden? Hier im Dorf. Was? Ich raste aus. Hier ist eine interessante Gegend. Du bist eine interessante Gegend. Nee, das ist wirklich, wow. Sieht hier total cool aus. Aua. Hier ist so einzelne Inseln mit hohen Bergen drauf. Höchst faszinierend. Einzelne Inseln. Du musst dir aber diesen Felsen hier mal angucken. Oh. Aber ich meine, was ist das für ein Ding, ey? Krass, echt krank. Hat jemand eine Elytra zufällig? Mann. Wie bist du mit dem Pferd da hoch? Ich würde hier wahrscheinlich runterspringen. Ja, hier runterspringen. Warte, wir springen runter, okay? Ja, komm, das Wasser ist herrlich. Sei mir nicht böse, Pferd. Hey Leute, ratet mal. Es ist schon wieder ein Dorf. Cool. Wollt ihr hier wieder übernachten? Ja. Also ich meine, wir können es machen. Oder wir machen einfach mal ein bisschen Action, weil es lange nicht Actionreiches passiert. Ach, na von mir aus. Okay. Gönnung. Wir gehen weiter. Auf in den Tod. Ja. Ricardo, stopp. Du hast gerade was erzählt off-camera von Tempel. Ja, ich sehe es gerade auch. Ja, da ist nämlich ein Tempel. Endlich. Yay. Da müssen wir vorsichtig sein, oder? Ja, oh Gott. Und jetzt sind diese, sind schon Skelettwachen und so. Action. Bis da unten ist eine Falle. Wir müssen erstmal, warte mal, ist das hier ein Stein? Immer drunter schmeißen. Nee, so funktioniert das, glaube ich, nicht. Ja, da ich sehe Truhen runtergeknallt. Ja, genau, da ist TNT unten drunter. Ja, natürlich. Warte, ich kann ja Wasser holen. Ich hole kurz Wasser. Ich habe nämlich Eimer. Ihr kleinen Und wahrscheinlich Eimer ist das in der Mitte eine Pressure Plate da? Ja, genau, das ist eine Pratzeplatte. Aber wenn wir die ja wegmachen, dann ist ja alles safe, ne? Genau. Okay. Neue Rezepte verfügbar. Ich bin da mal drin. Ja, geh du mal vor, mach die Pressure Plate weg und dann. Sie ist weg. Gucken, was hier drin ist. Spannendes. Diamond Horse Armor. Das sind wirklich eine Menge Knöchelchen. Die sollten wir mitnehmen, die sind gut. Und ich habe die Diamond Horse Armor mitgenommen. Die habe ich auch, also die andere, es gab zwei. Okay, nice, das ist gut. Okay, dann haben wir, lass uns erstmal hoch wieder. Oh, da ist schon wieder so ein Knochenkumpel. Nicht mehr lang. Boah, ey. Auch die, auf die Distanz auch direkt getroffen. Na klar. Natürlich. Ich bin's ein Guder. Oh, das, freut mich ja direkt. Ich finde lustig, dass diese Zombies anders aussehen. Oh, da drüben ist ein Enderkerl. Ah, ich hab ihn angelockt, hilf mir. What the fuck ist dieses Geräusch? Enderman. Alter, auch so undefinierbar. War das der Enderkerl? Ja. Er ist nicht gestorben, wa? Nee, er kann sich sehr gut teleportieren. Oh Mann. Der ist wie so ein Naruto-Ninja und teleportiert sich immer weg, kurz bevor man ihn trifft. Ja. Er will auch keinen Kaktusschaden nehmen. Kleiner Drecksack. Nimm Kaktusschaden. Oh, verflucht. Ich habe keine Pfeile. Kann auch keine machen. Tja, dann gucke ich das hier aus der Entfernung. Oh, ich bin gleich weg. Oh, ich bin gleich tot. Oh Gott. Oh Gott. Kriegst du ihn? Ja! Er hat keine Perle hinterlassen. Ich hasse sie. Herzlichen Glückwunsch. Warum? Haut ab. So, weiter. So, ich glaube, wir haben tatsächlich das Ende der Wüste erreicht und müssen den Rest per Boot uns gönnen. Dann lasse ich mein Pferd wohl jetzt zurück, wa? Tschüss, die Pferd. Ups. Hey. Los, Marty, bauen Sie was für uns. Ja, eins habe ich schon. Boote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, Rick, warum bist du denn so ruhig? Hä? Du. Hey, Rick. Blödmann. Warum bist du so ruhig, hä? Du, was soll denn das, hä? Was machst du hier? Fühlt sich wohl ganz stark, hä? Und einfach ignorieren, hä? Als wärst du so ein Alpha-Männchen oder sowas hier. Als wärst du so ein Alpha. Das, wenn wir dich hier ins Wasser packen. Ins Wasser einfach mal rein tun. Ja, einfach mal da rein. Hoppala. Ja, komm hier, das Wasser ist herrlich. Ja, ist schön kalt. Ja, toll. Schön. Noch ein bisschen weiter vielleicht? Nee, ich glaube, der trinkt. Ich weiß.
Oh, oh Gott, er kommt. Oh, la 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 la. La la la. La 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 la. Na, Rick, musstest du mal lullen oder was? Habt ihr mich ins Wasser gedrückt? Nein. Nee, nee. Schwingt euch ins Boot. Ja, wo ist denn das Dritte? Hat Marty. Ja, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Wie schnell? In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Und mein Boot ist weg. Falls jemand das Boot einsammeln kann, es würde mich freuen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Sind das... Das sind Drowned. Ich muss... Oh. Geht das so? Mach ich das richtig? Ja, du musst so lange aufkloppen, bis es weggeht. Unser Dorf, Dorf. Gnielig. Das Ferienlager. Was wir selbst gemacht haben. Ha. Erstmal eine Runde duschen. Duschen. Wir haben keine Dusche, Martin. Entschuldigung. Ja, einigermaßen. Ja, ist doch okay, die Ausbeute. Die geht doch okay. Silberbarren. Ah, ich liebe das Einordnen. Eisenbarren, meine ich. Fantastisch. Dann habe ich noch eine Margarite. Eine Margarita. Ah, wir haben hier hinten eine Blümchenkiste. Kommen die Pilze auch in die Pflanzenkiste? Ja. Ja. Auch wenn es keine Pflanzen sind. Ja, deswegen frage ich. Rick, findest du nicht, ist es ein bisschen schwierig, wie sollen wir eigentlich uns beide ernähren und noch irgendwie dafür sorgen, weißt du, dass da die ganzen anderen Leute da oben, die ganzen Dorfbewohner am Start sind? Ich meine, jetzt haben wir auch noch so einen Marty. Ich würde sagen, wir bringen Marty um und essen ihn. Finde ich auch. Finde ich sehr gut. Hey Jungs, warte mal. Wir waren... Toll. Sehr gut. Du kannst nicht mehr reden, Marty. Hör auf zu reden. Du bist tot. Hey, ist voll gut, dass ich mir keine Rüstung gemacht habe. Ich habe jetzt wieder eine. Ja, nice. Perfekt. Ah, und so hat alles ein glückliches Ende genommen. Vielen Dank, Marty im Himmel, dass du uns... du kannst ruhig mit mir reden, Marty im Himmel. Ist schön, dass du uns geholfen hast heute. Das wirst du mir büßen! Vielleicht kommst du ja eines Tages wieder, wenn wir dich aus der Hölle holen. Oh ja, und meine Rache wird gemessen an den Gegenständen, die ich dabei habe, grausam sein. Schön. Also gar keine? Ja. Okay, da freue ich mich drauf. Leute, willkommen in diesem Creative-Teil dieses Videos. Falls euch wundert, warum Rick schwebt, das liegt daran. Ja, wir cheaten nichts. Wir möchten einfach nur mal einen schönen Überblick haben über alles, was wir bisher gebaut haben. Genau, ganz, ganz einfach. Das ist jetzt schon 11 Folgen. Was, 11? Ach ja, stimmt, das ist die 11. Folge. Mhm. Genau. Wir machen den Informatik-Shit und fangen an mit 0 zu zählen. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ich meine, man sieht auf jeden Fall hier, wir haben eine schicke Base, die eigentlich alles bietet, was wir brauchen bisher. So, ja, wir haben diesen wundervollen Turm mit ein bisschen Storage-Einheiten. Aber das kennt ihr eigentlich im Prinzip alle, wenn ihr fleißig guckt, ne? Richtig verdammt schön, eine schöne Schmiedeeinheit in dieser Ecke, hier Massenspeicher. Anderen Speicher. Es ist alles schon sehr schick, es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber die Grundlagen sind halt da, ne? Mhm. Ah, hier in diesem wunderschönen Ferienlager wachsen unsere Praktikanten heran, die dann in ein Loch fallen. Hier runter, ist es nicht schön? Es wird der Traum sein. Sie werden automatisch hier lang abgeführt in diese dunkle Höhle. Ah, sie ist wunderschön groß. Ja, und mal schauen, wie sich diese Map in den nächsten 10 Folgen noch so entwickelt. Hast du was Spezielles vor? Wir hatten noch was angekündigt, was wir den Leuten geben wollen. Ach so? Ja. Okay, das ist nur für euch, Leute. Das ist nur für euch. / Seed. Bam, 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 bam. Hier ist der Seed für euch, Leute. Tobt euch aus. Macht, was ihr wollt. Achso, und die Koordinaten von dem Ding kann ich auch nochmal ganz kurz geben. Könnt ihr genau nachbauen. Stück für Stück. Das sind die Koordinaten. Minus 51, 63, 1560. Schön. Ah, der große Moment, auf den alle gewartet haben. Damit würde ich sagen, ist die Vorbereitungsphase der Säureminen erfolgreich abgeschlossen. Wir haben unsere Base und wir haben die beste Grundlage, um jetzt richtig anzufangen. Genau, für Phase 2. Säureminen. Wir sind unser eigenes MCU, Rick. Yeah. Unser eigenes MCU. Wir freuen uns auf die nächsten 10 Episoden. Seid dabei. Jetzt geht's erst richtig los, habe ich das Gefühl. Vielleicht haben wir noch viele weitere Gäste. Nicht nur den toten Marty. Ich verfluche euch! Genau. Und vergesst nicht, unsere Streams zu gucken, wenn wir Minecraft streamen. Die sind nämlich auch richtig krass und so. Und da passieren komische Sachen, die wir gar nicht wollen. Also, ja. Tschüss.